Hi und herzlich willkommen auf dem Coffee Circle YouTube-Kanal. Auf diesem Kanal erfahrt ihr alles rund um das Thema Kaffee. Im heutigen Video schauen wir uns die beliebte Brühmethode und zwar die French Press an. Die French Press gehört zu den Full Immersion Brühmethoden. Das bedeutet, dass der Kaffee dauerhaft mit Wasser in Kontakt ist. Dadurch unterscheidet sie sich schon grundlegend von Brühmethoden wie zum Beispiel der Chemex oder dem V60. Die French Press gibt es von verschiedenen Herstellern und von günstig bis teuer gibt es verschiedene Modelle, die sich aber im Großen und Ganzen nicht voneinander unterscheiden. Einzig und allein die Fellow Clara unterscheidet sich von den anderen French Presses, denn die ist hitzeisoliert. Außerdem haben wir hier ein Metallsieb, was mehr Fette und Öle in den Kaffee lässt und dadurch den Geschmack auch sehr beeinflusst. Alles in allem hast du hier eine Brühmethode, die günstig ist, einfach ist und vollmundigen Kaffee produziert. Also, lass uns einmal Kaffee brühen. Dafür werden wir einmal das Wasser aufkochen und währenddessen unseren Kaffee abwiegen. Waage hat keine Batterie, aber wir haben ja hier genug. Die French Press gibt es in verschiedenen Größen. Diese hier kann 1 Liter fassen und auf 1 Liter empfehlen wir 65 Gramm Kaffee. Wir brauchen jetzt einmal heißes Wasser, 96 Grad Celsius haben wir hier. Und damit wärmen wir nun unsere French Press vor. Ihr müsst jetzt nicht die ganze French Press mit heißem Wasser füllen, um sie vorzuwärmen, denn es reicht vollkommen, wenn ihr sie mit einem Viertel Liter zum Beispiel befüllt. Dann ist der Boden schön warm und auch hier oben wird es schon relativ warm, was vollkommen ausreichend ist. Wir können dann auch unsere Tasse vorwärmen, wenn wir möchten, wenn ihr besonders heißen Kaffee möchtet. Optional. Das Ganze kommt dann weg. Der Mahlgrad für die French Press sollte mittel bis grob sein. Ich habe jetzt hier bei dieser Mühle fast die gröbste Einstellung. Das müsstet ihr dann rausfinden und probieren, wie euer Kaffee dann schmeckt. Schmeckt er zu kräftig, zu bitter, dann habt ihr vielleicht zu fein gemahlen. Schmeckt er zu lasch, dann ist er vielleicht zu grob. Das hängt dann wirklich von der Mühle ab. Aber es gibt gängige Empfehlungen für alle Mühlen dort draußen. Den gemahlenen Kaffee geben wir jetzt einmal hier in die French Press. Das Schöne bei der French Press ist, dass wir keinen Wasserkocher mit Schwanenhals unbedingt brauchen. Für Pour-Over-Methoden zum Beispiel ist es ja von Vorteil, so einen dünneren Ausgang zu haben. Für die French Press hingegen nicht. Wir müssen hier einmal einfach nur das Wasser drauf kippen. Das könnte sogar mit einem Topf passieren, da wir den ganzen Kaffee mit Wasser bedecken wollen. Es gibt ja auch keine Blooming-Phase. Von daher lasst uns direkt anfangen. Wir tippen hier einmal auf den Timer und starten dann einfach mit dem Brühen und gießen 1 Liter komplett auf. So, wir können jetzt hier einmal den Kaffee einmal so schwenken und optional auch einen Löffel nehmen und ihn einmal umrühren. So, was wir dann machen, ist einmal diesen Deckel aufsetzen und den Filter einmal so weit runterdrücken, dass das Kaffeebett genau an der Oberfläche schwimmt. Jetzt lassen wir den Kaffee einmal brühen und warten, bis wir 3 Minuten und 30 Sekunden erreicht haben. A few moments later. So, wir sind jetzt bei 3 Minuten 30, nehmen einmal den Filter und den Deckel ab, rühren dann den Kaffee zweimal um und setzen dann den Filter wieder auf. Drücken einmal komplett herunter, am besten nicht auf der Waage. Und nach 4 Minuten ist der Kaffee bereits trinkfertig. Ihr könnt jetzt alternativ in verschiedene Tassen einschenken, deswegen eignet sich die French Press eher für mehrere Leute. Es gibt auch die French Press in kleineren Versionen, aber diese typischen French Press sind eher für mehrere Personen, denn 1 Liter Kaffee trinkt, glaube ich, keiner, hoffe ich doch. Man sieht auf jeden Fall, dass der Kaffee relativ trüb ist. Das liegt halt daran, dass wir hier diese Full Immersion Brühmethode haben. Dadurch hat der Kaffee auch deutlich mehr Körper und ein volleres Mundgefühl. Und so macht ihr Kaffee mit der French Press. Alternativ kann man das Sieb auch oben lassen und den Kaffee einfach so ausschenken. Dadurch hat man einfach nur einen Metallfilter. Führt zu etwas anderen Ergebnissen, da man den Kaffee weniger bewegt und auch nicht nach unten drückt. Aber alles in allem ist das eine sehr schöne, einfache Methode für guten Kaffee. Wir hoffen, das heutige Video hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like da. Abonniere unseren Kanal für weitere Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.